Hi ihr Schnuckis, willkommen zurück zu System Shock. Wir sind auf der Forschungsstation auf der nächsten Ebene angekommen und schauen uns hier mal ein bisschen um. Da ist einer gelaufen, warte. Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wo ich hier ein paar Headshots machen kann? Oh, da kommt einer. Was das? Ja, immer noch einen. Shit. Diese Kampfmusik. War mich nicht kirre, bitte. Ich frage mich übrigens, ob das alles random ist, was man so findet. Oder ob das immer dasselbe Zeug ist, auch wenn man es lädt, das Spiel, meine ich. Naja. So, machen wir erstmal kaputt. Was haben wir noch? Wir essen mal was. Dampfen. Können wir eigentlich auch verdampfen. So. Das Forschungsdeck. Einerseits ja ganz cool. Wahrscheinlich finden wir hier neue Waffen. Andererseits, Forschung ist nicht immer positiv. Könnte ja irgendwas Schlimmes sein, was die hier erforscht haben. Zum Beispiel noch mehr Mutantenviecher. Oh. Das ist gefährlich. Die Blitze. Geht nicht. Oh, jetzt haben wir hier ein Audiolog mal wieder. Bein. Second time my progress has been lost due to power loss. Heading to Alpha to throw the breaker again. That's if I can find a damn switch with all those robots remodeling the quadrant. When will we reconnect the system to Shodan again? Ja, die gute Shodan, ne? Da dachten sie alle noch, die ist nützlich oder nett. Aber ich glaube, das ist auch unsere Schuld. Verhandlungen von Westergren Lars. Die Verhandlungen mit dem Vereinigten Konglomerat der Bergleute der Erde ist um die Schürfrechte auf den Saturn... nicht ist. Ja, die Erde um die Schürfrechte auf den Saturnmonden verläuft weiterhin gut. Tri-Optimum ist in einer einzigartigen Position, um ein Geschäft abzuschließen, dass sich die Citadel Station bereits in einer stabilen Umlaufbahn befindet und über die notwendige wissenschaftliche Ausrüstung für erste Untersuchungen verfügt. Die Gewinnprognosen sind unter der Annahme einer 30-prozentigen Beteiligung an den lokalen Bergbauaktivitäten der VKB, der Standardsatz, sehr vielversprechend. Unsere Anwälte prüfen derzeit die Rechtmäßigkeit der Erhebung einer Raumschifffahrtssteuer von 25%, da Tri-Optimum technisch gesehen die ersten Rechte an den Schifffahrtsrouten im Saturnsektor besitzt. Ja, ja, ja. Eine Karte haben wir hierfür noch nicht. Geht immer noch um Geld, ne? Scheiß Geld. Aber es ist Gruppe 1, Personal 1, Medizin, Standard. Ich gucke noch nicht in die Türen, ich will erstmal ganz kurz hier die ganze Umgebung so ein bisschen abchecken. Ich höre hier schon wieder was. Oh, das sind wieder diese Kästen. Alter! Da einer? Jo. Ohne Scheiß, die sind überall hier. Ah. Wie haben wir denn? 98! Okay, die Kameras geben nur 2%. Das heißt, die sind auf jeden Fall mehr als auf dem medizinischen Deck. Scheibenkleister. Das ist halt das Schlechte, weil Shodan kann über die Dinger... Nein. Immer wieder Verstärkung rufen. Hier ist schon wieder was, ne? Aha.
Ihr habt mir schon in den Kommentar geschrieben, dass die ganzen Decks alle riesig groß sind, wahrscheinlich. Gerade hier. Au! Alter. Scheiße. Okay. Alles gut. Hab alles im Griff. Soll mal ganz schnell runter aus Medizindeck und mir Leben holen. Ich drück schon wieder R, ne? Ich darf nicht nachladen drücken mit dem Shit hier. Das ist echt nicht schlau. So, wie ist das eigentlich, wenn man alles ausgeschaltet hat? Ah, warte mal, das haben wir auch nicht gemacht, oder? Doch. Ach stimmt, das war der Aufzug. Ja, okay. Dürfte ja, wie gesagt, eigentlich nichts mehr kommen, wenn man alles getötet hat, ne? Ich meine, ja, ich weiß, ich habe hier ein paar Sachen nicht gemacht, aber auch das habt ihr mir geschrieben, es gibt eine Menge Backtracking. Von dem her denke ich schon mal, dass ich irgendwann wieder hierher zurückkommen werde. Alles gut. Vielleicht kann man ja bei manchen Stellen noch nicht weiter. Mit der Strahlung habe ich noch ein bisschen Angst, aber ich werde es mal testen, ob das echt so krass ist. Großmüdigkeitslevel. Okay. Heißt ja im Moment wahrscheinlich einfach, wir können nicht mehr sprinten. Jetzt wahrscheinlich auch nicht so weiter wild. So. Die Musik. Ist doch witzig. Aber ich merke schon, hier wird wieder ganz schön viel Viehzeugs kommen. Also ganz viel böse Typen. Ist aber auch, glaube ich, eine sehr große Karte mal wieder. Dass die Leichen nicht verschwinden, das finde ich ein bisschen störend, leider. Hatte ich dich auch noch gekillt? Okay. Funktionsfähig. Ja, ist kein Strom drauf, ne? Oh. 43S. The current strain of the virus is reaching its toxic perfection. The subjects in the level 6 residential zones have grown tumors as their bodies are purified. With my creation, guard the executive level well. I sense infiltration. Ja, sie ist schon sehr geil, ne? Ich liebe Shodan einfach. Ah! Kaputt, ja. Meine Güte, ey. Auch nur Schrott dabei, die Teile. Was ist das hier? So ein Auditorium? Genau, what? Flechette-Munition. Für was ist die denn? SK-27 Schrotflinte. Geil. Okay, es gibt vielleicht bald eine Schrotflinte. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Immer gut. Pumpguns sind immer gut. Aber mehr... Okay, da geht's nicht. Mehr wird mich interessieren. Wo gibt's denn hier Strom, bitte? Warte mal, stehen. Aha, da ist der Kopf ab. Ich drück schon wieder R. Hör auf mit R drücken, Mann. Ist halt weg. Achso, und ihr sagt mit Alt? Das ist der Informationsknopf. Dieser Sparkbeam ist nicht mehr zu retten. Kann ich das auch irgendwie schneller verdampfen?
Also mit Shift und Linksklick kann ich Sachen ganz schnell umladen. Das habt ihr mir auch geschrieben. So, hier haben wir nichts. Keine Karte. Bisher ist es doch recht verhalten hier, der Sektor. Hä? Da oben. Ja, es gibt ja manchmal so verschiedene, also so Untersektoren, kann man sagen. Ah, guck mal, wieder so eine Kammer hier. Oh. Wum, wum. Sehr gut. Eine EMP-Granate. Eine Splittergranate und noch eine Splittergranate, schätze ich. Jo. Sehr gut. Habe ich noch nie benutzt. Ist denn was? Splitter, EMP, Gas. Habe ich noch welche? Oh, ich habe so viel Heilung, sehe ich gerade. So. Aber auch mal essen, ne? Die Chips. Die Chips. Und die hier will ich eigentlich loswerden, diese dumme Magnetpulsgewehr. Nifte da, die ist nicht gut. Die gefällt mir überhaupt nicht, leider. Ist nur die Frage, wo? Was? Cargo Lift? Okay. Oh, okay. Ist das für die einzelnen Stockwerke? Machen wir zwei. Gibt's den auf jedem Stockwerk oder was? Dreh ich die gerade mal da ab. Aha. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Oder ich nehme es mal mit. Vielleicht habe ich irgendwann ja keinen Platz oder so. All nice. Dass es sowas gibt. Ich habe auch schon Tricks gesehen, Leute. Ich habe, ja, wie gesagt, ich habe Videos empfohlen bekommen zu System Shock und da hat einer gesagt, du kannst den ganzen Kram in die Aufzüge legen zwischen den Decks. Was eigentlich auch voll die gute Idee ist. Weil man fährt ja eh mit dem Aufzug viel hin und her. Und da kann man dann alle Sachen einlagern, was? Transform Dispenser für die Blaster oder was? War gut. Oh, so ein Käffchen jetzt. Wow. Snacktron. Travis. These gas grenades I found are doing work. I just tossed one in a pack of mutant freaks and watched them hit the floor. Give me enough of these and I'll crush them all. Und zappelt der? Alles klar, Gasgranaten, Standardmunition, sehr gut. Heb mir die mal auf ein bisschen. Die ist halt auch die bessere Knarre hier, muss man sagen. Aber, ist das die Armory? Rom ist halt immer noch so mein Sorgenkind, ne? Okay, ja, ich weiß, ich muss das hier zwischenrein. Ich hab's nochmal gemerkt beim Schneiden übrigens vom zweiten Part oder dritten Part. Dass ich das hier reinkriegen muss in die Mitte. Das sind 7. So, das heißt, ich muss das so verbinden, dass wir hier 7 Dingenskirchen haben. Ich höre immer noch jemanden atmen. Ich bin's nicht. So. Wie ist das jetzt? Okay, das sind 8. Wie viel ist das jetzt? Okay, das sind 8. 16. Wie soll ich denn da? Warte, das sind jetzt viel zu viel. 8. 12. Also 3 von denen sind 12. 2 davon sind 8. Wie soll ich denn aus 7 kommen, bitte? Aber warte mal, die haben so Punkte hier. 1, 1. 2, 2. Warte mal. Ja. Jetzt sind es nur 6. Warte mal, und jetzt? Jetzt sind es 9. Aha.
komm schon. Immer noch falsch verkabelt. Ah, bleibt da stehen. Ah, oh, eins fehlt. Scheiße. Warte mal, ich krieg das hin. Läuft zusammen von denen hier. Da wäre viel zu viele. Aha! Aha! Oh geil, was gibt's hier alles? Sparkbeam. Ist das dieselbe? TB05? Ja, okay, es gibt wohl nur das eine Modell. Näherungsminen. Standardmunition. Was ist das? Komm. Telefonmunition. Und eine KE41 Mini-Pistole. Ja, die können wir da lassen. Und es gibt Munition. Weiß nicht, was das ist. Das hier ist Flechette für die Schrotflinte. Und das hier. Rote Drachenoder-Munitionskiste. Alter, diese Geschosse enthalten 12 Magnesiumkugeln, die beim Abfeuern entflammen. Das macht sie sehr effektiv gegen organische Ziele, reduziert aber die panzerungsdurchdringende Wirkung erheblich. Die Patronen dürfen nicht mit Gewalt in das Magazin gedrückt werden, da sie sich entzünden könnten. Ach, sehr gut. Und hier Flechette. Enthält 12 spitze Metallpfeile, die beim Zielen auf kurze Distanz erheblichen Schaden verursachen. Durch ihre spezielle Form können sie leicht Panzerung ohne Probleme durchdringen. Diese Geschosse wurden während des Gewerkschaftsaufstands im Jahr 2036 entwickelt und hielten mächtigeren Attentäter davon ab, Firmenchefs zu verletzen. Ach schön. Diese mächtigeren Attentäter, wer kennt sie nicht? Headshot. Ladenstick. Gefällt mir das Stockwerk. Von John David Wong, Bericht eines Entwicklers. Hinweis an alle Techniker auf der Entwicklungsebene. Die Beleuchtung und die Stromversorgung im Beta-Quadranten leiden noch immer unter den Stromstößen, die durch die jüngsten Fehlfunktionen und Shodan verursacht wurden. Auf Bitten von Herrn Andy Cott habe ich im Alpha-Quadranten Schutzschalter für den Fall eines Stromausfalls im Beta-Quadranten installiert. Das ist schön. Sieht auch aus wie Viecher, ey. Was hier? Okay. Ich habe ja noch das hier, das habe ich ja gar nicht probiert. Sehe ich jetzt Sachen? Genau, ne? Ach, guck mal doch, ich sehe das. Das ist ein Symbol, warte. Ah, das war das. Okay, dafür ist es gut. Wow, krass. Da geht's ganz schön rund hier auf der Station. Oder geht's runter? Da bin ich noch nicht lang. Okay. Noch eins. War gut. Ich finde, die Story ist echt entspannt. Falsch verstehen übrigens.
Ich finde, die Story ist jetzt nicht gerade happy happy, aber sie ist halt cool erzählt durch die Audiologs. Ins Auge. Und hier noch. Matsche. Organmatsche. Oh, guck mal, die Chemiekanister. Die haben sie im zweiten Teil in viele Rätsel eingebaut. Das fand ich sehr cool. Ach du Scheiße, war das eben 3 Granaten? Gasgranaten. Eieiei. Ja, das fand ich im zweiten so cool, dass wir den Rätseln, dass man so eine Platine finden musste und alles. Wenn man es wusste, dann konnte man es ganz schnell durchspielen. Ich habe ja, glaube ich, schon erzählt, ich habe es ja auf jeden Fall privat doch ein, zwei Mal durchgespielt und im Let's Play. Alter, was ist das denn? Nein! Ach du Scheiße. Kommen wir mal ganz kurz Strom. Ja, und das fand ich halt sehr cool, weil das zweite ist für mich auch heute noch eines der wegweisenden Spiele, was so Roleplay und Shooter miteinander verknüpft hat. Also jetzt, was auch Bioshock gemacht hat, ne? Ist ja auch von denselben Leuten teilweise. Aber ihr wisst, was ich meine bestimmt. Das war halt fürs Genre echt richtig gut. Die haben so viele tolle Ideen gehabt. Und man kann es halt echt mehrmals durchspielen. Das ist immer noch geil, muss ich sagen. System Shock 2. Davon wünsche ich mir auch so ein richtig geiles, modernes Remake mit der Unreal Engine oder sowas. Das wäre ein Fest, sage ich euch. Das wäre ein Fest. Es gibt ja auch Leute, die warten immer noch auf den dritten Teil. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass da was passiert, weil... Naja... Da brauchst du halt wieder die Leute, die es können und... Also die auch schon im Original mitgearbeitet haben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Bin kein Spieleentwickler, bin ich auch ganz froh drum. Ist, glaube ich, recht undankbar. Was waren das für komische Dinger in der Luft? Sieht aus wie riesige Bakterien oder Viren oder was weiß ich. Echt da was? Oha. Kryokammer geöffnet. Warum ist hier eine einzige Kryokammer? Was ist das denn? Rundumblick Radareinheit. Ach, das haben wir doch schon hier. Da brauche ich nicht mehr. Aber schön, dass es es mehrfach gibt, wenn man was vergessen hat. Habe ja, wie gesagt, auch nicht alles abgesucht. Ah, wieder so ein Spaß hier. Warte mal. Sind das denn jetzt 2? Das ist 1? Oder wie soll ich das zählen? Weil wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Los. Das heißt, wir brauchen... Warte. Vielleicht das da. Und das da. Nicht ganz. Irgendwie umstellen. Achso, jetzt geht's. Ah, alles klar. Alles klar. Okay, das, ja. Hab auch mal Glück, ne? Komm, wir gehen runter. Scheiß drauf jetzt. Weil ich das die ganze Zeit ignoriere und erst den anderen Kram mache. Da ist Energie. Sehr gut. Jetzt habe ich auf dem Sektor auch Energie. Ich habe bisher keine Kameras gefunden, könnte es sein? Außer die eine. Hier der Kriegsschacht, ja. Crawl Space. Hier ist ja auch alles kaputt. Eine Heizplatte. Den Schrott. Weg damit. Ah, Entwicklungskarte. Standardmäßige Sicherheitsprotokolle ermöglichen Zugang zu bestimmten verschlossenen Türen. Da 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 da. Oder besser. Da 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 da. Was? Wissenschaft. Ach toll, jetzt will ich hier die Karte und muss... Na gut. Aber immerhin, hat sich schon gelohnt. Seht ihr denn genug in den dunklen Bereichen? Ich mach's ja nicht mehr so krass hell.
Ich habe erst gedacht, es wäre halt super dunkel und deswegen habe ich das mit Gamma nachträglich im Schnitt heller gemacht. Aber ich sehe so ganz gut ohne Licht und ich finde es halt auch ein bisschen überflüssig, leider. Das ist leider eigentlich sehr gut, ne? Weil ich Strom für meine Waffen ist auch besser. So, dann haben wir das. Gehen wir mal zurück und gehe hier noch runter. Machen wir es eins nach dem anderen, würde ich sagen. Ja. Gar nichts. Ich würde gerne mal wissen, ob es hier auch Secrets gibt, so Geheimräume. Die man nur findet, wenn man jetzt die Wand andrückt, aber das finde ich ein bisschen krass. Gar nichts. Leichensäcke. Der ganze Müll hier. Alles liegen lassen. Ich find's cool, dass man das wenigstens stapelt, direkt, wenn man es aufhebt. Oh, mach's mal so. Alter. Oh oh. Gerade gesehen, dass es da nicht weiterging. War gut. Todessternlaser oder was? Ah, was denn hier? Oh. Alter. Was für ein Arsch. Nothing. Be nothing. Blut. Habe ich das gerade gesagt? Das ist die Schrotflinte. Ja, ich hab's gewusst. Die hat schon so ausgesehen. Geil. Ich hab eine Schrotflinte. Zack, zack, zack. 6 Schuss. Vorher. Ne, Vorderschaft. Ich hab Vorherrschaft gelesen. Die SK-27 ist eine 12er Vorderschaft-Schrotflinte, die mit einem Pistolengriff ausgestattet ist, um volle Manövrierfähigkeit bei Gefechten auf engem Raum zu gewährleisten. Sie fügt leicht gepanzerten Gegnern, die dumm genug sind, sich zu weit zu nähern, verheerenden Schaden zu. Wunderbar. Flechette ist drin. Okay. Also panzerbrechend, ne? War das ja. Geil. Ich hab eine Schrotflinte, Alter. Kann ich denn. Ich hab den in der Mitte zum Platzen gebracht. Okay. Ah, Biologie. Biologische Kontamination. Na. Oh. Die kleinen Arschlöcher sind auch wieder da. Oh. Oh. Was war das denn? Hat ein Thermometer. The results from our trials with the nanobots have been extremely encouraging. Their ability to weave just about anything into existence is remarkable. A few more months of study and I think we can safely deploy them to mining operations on Deimos. Once they're there, we'll never have to ship parts again. Das ist ein E-Scroll. Noch eins. Das ist ein Fenster. Althea,
I figured out where the laser is pointed. Earth! If we can contain the energy from the laser somehow, maybe the X-22 from Gamma? Would that get the shield generators to full power? What about the overwrites? I have to map this out. Keine Kameras, ne? Ohne Witz, keine Kameras hier. Irgendwie. Oh, Alter. Du Scheißteil. Du dummes... Kriegt er was? Achso, ne. Dummes, blödes Vieh, ey. Diese dumme Shodan. Das Schöne ist halt bei dem Spiel, alles ist feindlich. Man kann auf alles ballern, was sich bewegt. Glaube ich zumindest. Jetzt ist doch ein bisschen düster da unten. Oh, was war das? Der Reparaturbot. Von wegen. Ah, da geht's wieder zurück zum Hauptkorridor hier. Interessant. Interessant. Hier ist nochmal Telefonmunition. Gut, dann haben wir das ja. Ich finde das so cool, einfach die ganzen Wege hier abzusuchen. Das ist schon nice. Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz ein bisschen eruieren. Ey, 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 ey. War das schon wieder meine Musik hier? Nee, warte. Ja, falsch. Der andere Weg führt zum Strom. Ja, der runtergeht, meine ich. Ein bisschen verwirrt, ne? Ah ja. Perfekt. Ist auf jeden Fall besser als Munition zu verschwenden für dich. Was macht das eigentlich, wenn mein Puls sehr hoch ist? Treffe ich dann? Also wahrscheinlich, ja, treffe ich einfach schlechter, ne? Mit den Schüssen, weil die verzerren. Oder verzielen. Ist eigentlich so eine stilisierte 2? Die für zweites Deck. Oder was? Oh ne, warte. Da lang. Da geht's auch noch nicht weiter. Quatsch, was mache ich denn? Oh. Da oben war's, ja. Ganzen Geräusche, ne? Ich weiß, dass hinter den Türen überall noch Zeug lauert. Ich speichere übrigens mal. Da ist... Macht man nicht alles für einen Schrott. Jetzt sehe ich auch so einen Dispenser, wo ich die Sachen zerlegen kann. Logiksonde. Oh, einmalig verwendbares Gerät, das die Stromkreise in jeder Verteilerdose überbrückt. Ah.
Also gibt's doch sowas. Sehr gut. Geht's hier nicht weiter? Okay. Man muss aber echt nah an den Kartenrand manchmal laufen, um es aufzudecken alles, finde ich. Oh nein. Oh, diese... Guck mal, was die abziehen, diese Kanonen übrigens, weil die einen voll erwischen. Na gut, ist jetzt nicht die Welt, aber es ist schon sehr krass. Da ist ja auch nochmal Strom. Nice. Alter. Es wäre einfach nur richtig gut, wenn man sich Notizen machen könnte auf den Karten, finde ich. Das irgendwas? Also außer, dass das Licht angeht. Aber warte mal, vielleicht ist der eine Sektor jetzt mit Strom versorgt. Kann das sein? Der da... Nee, der da, der war ja... Ja, der hier war komplett... Also der da war komplett ohne Strom vorher. Monster, Monster, Monster... Keine Monster. Aber Audiologs. So Dan's pulling so much power to the system that in order to combat the constant power outages we've been experiencing in Beta Quadrant, I've had to install manual switches in Alpha. At least now there's a problem with the lights and doors. We can get them working again. Above my pay grade, I know. But what the hell is the AA doing with that much power? Ich hab's gewusst. Habt ihr was gehört? Nein, 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 nein. Was ist das denn? Osmium-Munition, die ist auch neu. Magnum. Oh, die Magnum 2100 Pistole. Diese schweren Geschosse enthalten einen stark verdichteten Osmium-Kern für maximales Schadenspotenzial. Aufgrund der Seltenheit der verwendeten Materialien wurde eine begrenzte Menge produziert, aber die Produktion wurde eingestellt, als ein interner Bericht von TRIOP ergab, dass die Kosten pro Geschoss das Budget für die Citadel Station überschreiten würden. Okay, es gibt eine Magnum. Geile Sache. Es ist so cool einfach, wie einen das motivieren kann, dass man so irgendwann ein paar neue Waffen findet. Ah! Du scheiß Teil, ey. Nicht mehr was dabei. Sorry, wenn ich so viel fluch. Ich will das nicht. Das Spiel zwingt mich. Warte mal, hier. Das kann es aber nicht sein. Ich habe noch keine Kamera hier gesehen, außer die eine jetzt. Wie groß ist dieses Stockwerk bitte? Oder irgendwo gibt es wieder Generatoren oder so, so Anlagen, die ich zerstören kann. Gehe ich hier rein? Da ist nämlich... Das ist nämlich ein Waffenspind, oder? Was ist das? Ja, man sieht es halt nicht, ne? Alter, guck mal hier. Brücke, Sicherheitssystementwicklung, Alpha-Hain, Beta-Hain, Delta-Hain, Führung, Flugdeck, Lager, Wartung, Forschungslabore, Medizin und Reaktor. Das sind die ganzen Stockwerke. Warum bin ich doch nicht schwach, ey? Aber wie gut ich das finde. Das wird ein langes Spiel, Leute. Ich freue mich. Auf ihr auch. Teleporter. Was? Was? Kopfsichtgerät V1. Was ist wieder das? Nee. Navigationskartmodul, Biosystemüberwachung. Kopfsichtgerät, ja. Als hätte ich das nicht schon unten gefunden. Ich meine, das ist jetzt echt... Oh!
Ist ja geil. Jetzt bin ich hier hinter. Telefonmunition. Splitter, Splitter, Splitter. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn was drin wäre, weil wer lädt schon eine Waffe, die im Schrank liegt? Da sollte man vielleicht auch, weiß ich. Aha. Mod-Kit-Station. Okay. Halt auch wieder drüber, ne? Ah, Mann. Ja, was heißt Mod-Kit? Bedeutet das? 68 Credits, ja komm. Mod-Kits sind einmalig verwendbare Gegenstände, mit denen man bestimmte Waffen aufrüsten kann. Die vorgenommenen Modifikationen sind dauerhaft. Reduziert die Hitzeentwicklung. Ja! 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 Obwohl der TB05 ursprünglich als Gerät zur Selbstverteidigung entwickelt wurde, kann er so eingestellt werden, dass er bei höheren Einstellungen eine beachtliche Wucht erzeugt. Dabei kann Überhitzung ein ernstes Problem sein und dazu führen, dass die Waffe vorübergehend nicht mehr funktioniert, während die elektrischen Spulen abkühlen. Mir doch egal. Geil, jetzt kann ich mehr als 5-mal schießen. Oh Leute, es ist so gut. Geht's auch noch durch? Wow. Was? Detox, Universal-Antidot? Was, was, was? Nee. Gut, ist nix. Was ist das denn? Entfernt angestaute Kontamination. Okay. Komm ich gut mit klar? Kann ich mitarbeiten? Ja, ja. Hat auch volles Inventar, ziemlich schnell, ne? Na gut, jetzt höre ich aber auf. Das war's für den Part. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, wie es weitergeht. Dann gehen wir durch die Tür. Wird spannend. Hoffe ich doch. Danke fürs Zusehen, fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns zu System Shock. Bis dann. Tschüss.